Also ja, Kyros ist wirklich wie ein Gott in dieser Welt. Die Winde zogen unsere Offensive die Füße weg. Alle dekorierten Soldaten, die ich in die Schlacht geführt hatte, wurden in die Luft gefegt und in Stücke zerschmettert. Ihre Rüstung und Körper vermischten sich mit dem Dreck eines Tornados, der sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit drehte. Und ausgerechnet in diesem Moment entschließt sich, dieses verdammte Ding auszutrocknen. Wo es doch so wenige Überlebende gibt, die noch von einem Edikt erzählen können. Pah. Natürlich schüttelt seine Schreibfeder und drückt sie zum Schreiben auf, doch fester auf ein Pergament. Ein Stück der Zitadelle brach und zerschmetterte mir fast den Schädel. Ich kann mich nur sehr bruchstückhaft an den Sturm erinnern. Zum Beispiel die fliegenden Bronze- und Eisenstücke, die sich mir ins Fleisch bohrten, die abgetrennten Gliesmaßen gefallener Soldaten, die durch die Luft wirbelten. Schließlich wachte ich auf und wehnte mich unter Trümmern gefangen. Als ich mich erhob und mich so fühlte, als würde ich unter meinem eigenen Gewicht einknicken, wurde mir klar, dass ich diesen Haufen Schrott festsaß und zwar richtig. Also in diesem Haufen Schrott festsaß und zwar richtig. Was geschah mit der Tochter? Sie saß hinter dem Mauer vom Wachplatz in der Falle, gefangen von Kyros Sturm und der Festung selbst. Tausend Schulter an Schulter stehende Soldaten hätten diese Winde nicht ertragen können, um sie zu befreien. Also. Ist sie verhungert? Ist sie gestorben? Wie hast du überlebt, wenn alle anderen gefallen sind? Das ist auch für mich unerklärlich. Hat Kyros beim Gedankengesuch etwa gehört? Hat mich dieser Haufen Metall beschützt, gefangen, bestraft? Er reibt die Rückseite seines Helms mit einer behandschuhten Hand. Das Gebärdenspiel einer Geste, die seine Rüstung nicht zulässt. Ich habe nicht genügend Finger oder Zähne, um die möglichen Gründe aufzuzählen. Deshalb versuche ich auch nicht, über sie nachzudenken. Du sitzt also wirklich darin fest, dass du nicht versuchst, sie abzunehmen? Ich habe es in der Vergangenheit versucht. Ich ließ sogar einen der stärksten Tiermenschenträger am Helm ziehen, während ein anderer an meinem Stiefel zog. Den Männern in der Phalanx macht es großen Spaß, sich neue Methoden für meine Befreiung auszudenken. Im Laufe der Zeit wurde ich der Anstrengung überdrüssig. Manchmal fürchte ich, die Rüstung abzulegen würde bedeuten, Kyros Urteil in Frage zu stellen und damit nur einen noch schlimmeren Fluch auf mich zu ziehen. Sie sieht ziemlich robust aus. Das wäre eine Untertreibung, wenn sie mich nur vor der törichten Frage beschützen würde. Barak schaut dich auf eine Weise an, bei der dir klar wird, dass er mit den Augen rollt. Ein tristes Seufzen kommt zu einem Helm. Übernimmst du deine Reparaturen selbst? Ich achte darauf, dass die Oberfläche immer schön eingeölt ist und die Rostausbreitung zu verlangsamen. Und ich biege die Platten von Zeit zu Zeit. Aber Reparaturen? Wartung? Nein. Wenn du irgendwelche Ideen hast, wie man mit dieser Situation umgehen könnte, dann würde ich sie gerne mit dir besprechen. Ja, wenn wir mal einen geeigneten Schmied finden. Was kannst du mir noch über dich erzählen? Gerne, Schicksalsbitter. Vermute ich richtig, dass du wie alle anderen Geschmieden im Nordreich aufgewachsen bist? So ist es. Ich wuchs in Schlachtenruhe auf. Dann absolvierte ich meine Ausbildung in Fort Aufklärung. Schon wieder Fort Aufklärung. Bevor sie mich zur Unterstützung der zweiten Kohorte aussandten. Irgendwann hoffte ich, mich in Frettenstrand zur Ruhe zu setzen. Es sei natürlich, dass ich glorreich in der Schlacht sterbe. Was ich natürlich bevorzugen würde. Meine Mutter hat einen grünen Daumen, mein Vater kann gut mit Ringen umgehen. Er verbringt viel Zeit außer Haus und verrichtet die ein oder andere Händlertätigkeit. Trotzdem kann ich wohl vor Glück sagen, dass sie beide am Leben sind. Gut, danke. Sprechen wir über was anderes. Würdest du gerne das Entfernen deiner Rüstung besprechen? Erzähl mir vor den Geschwerten. Ich habe Fragen zum Chor. Was kannst du mir über die Stufen erzählen? Wir unterhalten uns später. Ja, jetzt geht's erstmal wieder ins Zelt zu Ash und Nevard. Ich habe jetzt mich doch etwas länger mit Beric unterhalten, als ich vorhatte, aber das sollte ich immer mal wieder machen, weil sonst vernachlässige ich die Gespräche. Du blickst diesen Einbrechern nicht genügend zu. Selbst Tieren ist es möglich, in einer simplen Strategie Muster zu sehen. Wenn es ein Muster bei der Strategie gibt, dann ist es das erbarmungslos. Ja, warten wir, bis sie gesprochen haben. Dann lese ich das Ganze nochmal richtig vor.
Ja, gut, danke. Also gehen wir doch mal ganz hoch. Du billigst diesen Einbrecher nicht genügend zu. Selbst hier ist es möglich, in deinen simplen Strategien Muster zu erkennen. Wenn es ein Muster in meinen Strategien gibt, dann ist es das, des erbarmungslosen Sieges. Das Stufenvolk tut sich beim Täuschen hervor, zögert aber vor einem fairen Kampf. Erklärt wahrscheinlich, warum du dich mit ihnen umgibst. Aber es gab noch jemanden, der täuschender als dein Stellvertreter Kern gewesen ist. Und war er nicht der Experte für Belagerung? Wie wir es jetzt mit den Mauern verfahren, jetzt setzt du auf eine Menschenpyramide. Der Archonte Steins wurde für seine Taten bestraft. Wenn du schon über Sippenhaft sprechen möchtest, würde ich dich gerne für die gesammelten Verbrechen des Chors zur Verantwortung ziehen. Und jeder Geschmiedenkrieger kann 10 dieser Bergtörpel mit einem Obstbesser ausschalten. Bei ordentlicher Bewaffnung ist es schon fast unfair. Naja, ich glaube, Ash übertreibt da ein bisschen. Wir hatten schon genug Probleme. Will do. How can we trust your rabble not to turn at this last moment? How many of your conscripts have family bonds to the Vendrian Guard? It is decided. The disfavored will take the vanguard of the assault. It is the only way to assure success before the edict comes to pass. Wie können wir darauf vertrauen, dass uns dein Gesindel dich im letzten Augenblick im Stich lässt? Wie viele deiner Rekruten haben familiäre Bande zur Vendrian-Wache? Es wurde beschlossen, die Geschmieden bilden die Vorhut des Angriffs. Das ist der einzige Weg, unseren Erfolg zu sichern, bevor das Edikt eintritt. Graven Ash brüllt poch gegen deine Trommelfälle, während sich sein Gesicht beim Schreien rötet. Oh, you're so young. We can forgive you for being stupid. Without your Archon of Stone to bring down those walls, you're out of your element. Only the Chorus has the numbers required to swarm the walls from all sides. We will lead the vanguard of this battle. Du bist so jung, dass wir deine Dummheit verzeihen können. Ohne deinen Archon des Steins, um diese Mauern einzureißen, fühlst du dich fehl am Platz. Nur der Chor verfügt über genügend Soldaten, um diese Mauern von allen Seiten zu überrennen. Wir werden die Vorhut des Angriffs bilden. The best the chorus could accomplish would be leaving a ramp-shaped pile of corpses propped up against the walls for my warriors to use. Their fortifications are not a concern. Even understaffed, my Earthshakers could breach the masonry in short order. Earthshakers heißen die im Original, also die Erdhexen. Auch lustig. Das Beste, was der Chor erreichen könnte, wäre für meine Krieger an den Mauern einen rampenförmigen Leichenberg zurückzulassen. Ihre Befestigungen kümmern uns nicht. Selbst nur ein paar meiner Erdhexen können mit dem Mauerwerk kurzen Prozess machen. Another brilliant idea! Cairn's cult is, we're sure, every bit as trustworthy and sane as the late Archon of Stone himself. You did notice the spire at the center of the citadel. Hard to miss it, being only the tallest thing on the horizon and such. Certainly your Earth mages won't do anything stupid like, say, breaking the spire's foundation. What could possibly go wrong? Noch eine brillante Idee. Wir sind uns sicher, dass Cairns Kult genauso vertrauenswürdig und vernünftig wie der verstorbene Archonte Stein selbst ist. Sicherlich hast du den Turm im Zentrum der Zitadelle bemerkt. Ich meine, er ist schwer zu verfehlen, da er das höchste Gebäude am Horizont ist, nicht wahr? Deine Erdhexen würden bestimmt nichts Dummes tun, wie zum Beispiel das Fundament des Turms zerstören. Was könnte dabei schon schief gehen? Nera dreht gemächlich sein Zepter. Du hörst die Stimme von Nera in deinem Kopf. Es bereitet uns große Freude. Ja, da steht Freude. Es bereitet uns große Freude, den Namen Kern zu sagen, nur um ihn zu ärgern. Graven Ash hatte so viele Haare, bevor er uns begegnet ist. Jetzt hat er eine Glatze. I trust them more than I trust your circus of rapists, sellswords and turncoat tearsmen. Guter Punkt. Ich vertraue ihnen mehr als deinem Zirkus aus Vergewaltigern, Söldnern und abtrünnigen Stufenvolk. Archon Ash dreht den Kopf und entspannt sich, als er dich im Zelt sieht. Tudons Fatebinder has arrived. Tudons Schicksalsbinder ist eingetroffen. Im Kriegszelt wird es still und Augen richten sich erwartungsvoll auf dich. Unsere Operation in Echoruf, Kreuzung und Fangnis Levinis waren doch erfolgreich. Warum marschiert ihr beide nicht gegen die Himmelfahrtshalle? Meine Mission
in Echo-Kreuz zu Gefangenen. Willis war erfolgreich, obwohl wir kaum Unterstützung von den Geschmähten bekamen. Ich konnte trotz der Untauglichkeit des Chors in Echo-Kreuz zu Gefangenen Willis den Sieg davontragen. Leider haben sich beide in ziemlich gut angestellt. Also ich kann nicht mal den Chor jetzt beleidigen, weil es eigentlich unrecht ist. Und ich als Schicksalsbitter sollte immer bei der Wahrheit bleiben, jedenfalls im Augenblick. Also warum marschiert ihr nicht gegen die Himmelfahrtshalle? Nothing would please us more than to be done with this wretched valley. Perhaps if we had more support from the disfavored and from the court. Ja, das dachte ich mir, dass du Unterstützung von mir willst. Weil ich ja der Einzige hier bin, der vom Gericht ist. Nichts würde uns mehr zufriedenstellen, als dieses erbärmliche Tal hinter uns zu lassen. Wenn wir vielleicht mehr Unterstützung von den Geschmähten bekämen und vom Gericht. Now that we are all assembled, I want reports. The Scarlet Chorus was going to resolve the Oathbreaker presence in the Outer Valley. What became of that? Da wir uns nun alle versammelt, sind, möchte ich Berichte hören. Der Scharlachrote Chor wollte sich um die Eidbrecherpräsenz im äußeren Tal kümmern. Was ist daraus geworden? Das war... Yes, what did become of that? We should know already, yet we do not. If we are not mistaken, the Fatebinder played a pivotal role in this operation. Fifth Eye, shed light on this baffling question. Ja, was ist daraus geworden? Wir sollen es bereits wissen und tun es trotzdem nicht. Wenn wir uns recht erinnern, spielte der Schicksalsbitter bei dieser Operation eine Schlüsselrolle. Fünft Auge, gib uns Aufschluss über diese rätselhafte Frage. Der Schicksalsbitter hat den Chor tatsächlich unterstützt, auf gewisse Weise. Die Eidbrecher wurden niedergemacht, aber der Zorn des Schicksalsbitters verschonte niemanden. Auch Hauptmann Pelax Floria wurde nicht lebendig gefangen. Sehr zu unserer Enttäuschung. Der Schicksalsbitter scheint Gespätengerechtigkeit auf Florian angewandt zu haben. Welch Verschwendung. And look what showing them mercy has done for us. My scouts report seeing Chorus thugs fleeing your camp, defecting back to the enemy. They are abusing your mercy, and you either don't notice or don't care. The former is negligence, the latter is treachery. Und sieh nur, was es uns gebracht hat, bei ihnen Gnade walten zu lassen. Meine Speer berichten von Chorsträuchen, die aus deinem Lager fliehen und zurück zum Feind desertieren. Sie missbrauchen deine Gnade und du bemerkst es entweder nicht oder aber es ist dir egal. Das erste ist Nachlässigkeit, das zweite Verrat. Waren wir nicht schon mal an dieser Stelle? Man bat mich, einem Krieger zur Hand zu gehen und genau das tat ich auch. Sei dankbar oder schweigt. Das sehe ich anders. Er hätte einen perfekten Gefangenen abgegeben, aber er war ein tobender Eiferer, besiegt von Todessehnsucht und eine Gefangennahme kam nicht in Frage. Sie sind Eidbrecher, sie haben unsere Gnade schon einmal missbraucht und wir wären Idioten zu glauben, dass sich das ändern würde. Nämlich das Erste. Ich könnte mich hier auch rechtfertigen, dass er einen guten Gefangenen abgegeben hätte, aber nee. Unser Ziel war es, die Eidbrecher im äußeren Tal zu besiegen und das haben wir auch gemacht. Iron Marshal, I understand we've established a foothold across the Mattani. Report. Eisenmarscher, ich habe gehört, dass wir jenseits des Mattani ein Gebiet eingenommen haben. Berichte mir davon. Die Sicherung des Mattani war eine grauenhafte Angelegenheit. Da noch eine Agentin der Schule der Gezeiten lebt, wurde der Fluss gegen uns gerichtet. Trotz unserer Verluste endete der Tag in Echo-Hof-Kreuzung erfolgreich, obwohl wir dies teuer kaufen mussten. Hey, Zorn bei dir hat Stimmen. Beim Sichern des Flussufers fanden wir heraus, dass die Bewohner des Dorfes Echoruf im Besitz von Eisenwaffen waren. Die Scheißkerle setzten unsere eigenen Waffen gegen uns ein. Wir brannten das Dorf natürlich nieder. Der Schicksalsbitter unterstützte unsere Forderung klugerweise. Um ihnen den Preis des Widerstands zu zeigen, unser Triumph-Scheiterhaufen brennt für alle sichtbar am Horizont. Ein paar von ihnen gelang die Flucht, nicht aber ihre Anführerin, Hauptmann Matadi Sibyl. Unsere Spione berichten, dass sie eine Urheberin dieses Aufstands war. Ihr Tod wird die Eidbrecher zweifelsohne entmutigen. One less noble scion of Apex with delusions of relevance. Good riddance. Ein größenwahnsinniger nobler Sprössling von Apex weniger. Auf Wiedersehen. Have we forgotten why we marched south in the first place?
Are we to rule over a sea of corpses? Have you any idea how difficult it is to tax dead people? Your treatment of the locals is short-sighted. We alone follow the commandments of the Overlord.